So, heute Abend werde ich euch ein bisschen was über Passwortsicherheit und Passwortmanager erzählen. Viele von euch werden bestimmt schon einen Passwortmanager nutzen. Nichtsdestotrotz gibt es vielleicht auch einige Leute, die noch nicht so viel mit Passwortsicherheit anfangen können. Von daher fange ich mal an. Zuerst werde ich darüber reden, was überhaupt ein sicheres Passwort definiert. Danach werde ich euch den Passwortmanager KeePassXC vorstellen und zu guter Letzt die beste Vorgehensweise, wie man mit seinen Passwörtern so umgehen sollte. Gut, was ist eigentlich ein sicheres Passwort? Da gibt's, also ich habe jetzt mal 4 Kriterien rausgearbeitet. Kriterium 1 wäre die Passwortlänge. Kriterium 2 die Komplexität oder Erratbarkeit des Passworts. Dann die Merkbarkeit und Übertragbarkeit des Passworts und die Einzigartigkeit, die natürlich auch sehr wichtig ist. Ich gehe jetzt mal ein bisschen genauer auf die Passwortlänge ein. Je länger, desto besser. Also eigentlich kann man schon sagen, dass längere Passwörter immer besser sind. Natürlich ist es aber keine gute Idee, einfach Passwort 6-mal hintereinander zu schreiben. Das ist zwar ein super langes Passwort, ist aber vielleicht auch nicht gerade das Allerbeste, wenn es um Erratbarkeit geht. Ich habe eine kurze Frage. Bitte. Dann ist es doch auch clever, wenn man Buchstaben nutzt. Da komme ich noch dazu. Ja, also Passwort, 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 Passwort ist kein gutes Passwort. Womit wir auch schon zur Komplexität bzw. Erratbarkeit kommen. Leicht zu erratende Passwörter sind beispielsweise Passwörter, die in Passwortlisten stehen. Es ist schon des Öfteren vorgekommen, dass große Internetplattformen einen Hack hatten und da die Datenbank abhanden gekommen ist und sich irgendjemand auch die Mühe gemacht hat, die Passwörter da drin zu knacken mit einer Rainbow Table oder Wortlisten. Oder dass vielleicht sogar Passwörter im Klartext gespeichert wurden. Das mag man kaum glauben, aber das gibt immer noch Leute, die das tun. Dann ist es natürlich auch sehr leicht zu erraten, wenn jemand einen Vor- oder Nachnamen benutzt, weil so viele Vor- und Nachnamen gibt's eben nicht. Und wenn man beispielsweise weiß, dass derjenige, dem das Passwort gehört, ein Deutscher ist, dann kann man ja mal die 50 häufigsten Vor- und Nachnamen in Deutschland durchprobieren, am besten noch mit einem Geburtsdatum hinten dran und vielleicht errät man dann schon das Passwort. Sequenzen sind natürlich auch keine gute Idee, A, B, C, D, E kennt ja wohl jeder, 1, 3, 5, 7, 9 wäre jetzt auch noch was, bei dem man dann beispielsweise eine Zahl immer um 2 erhöht oder generell einfach im Alphabet aufeinanderfolgende Buchstaben benutzt. Was Computer auch mittlerweile relativ leicht knacken können, sind Wiederholungen. Also wenn zum Beispiel Passwort nicht zugelassen wird in der Eingabemaske, versucht man es mit Passwort 1. Wenn das dann vielleicht auch nicht geht, ist es vielleicht Passwort 111 oder Passwort 131313. Auch das klingt natürlich erstmal cool, weil es zwei verschiedene Kategorien von Buchstaben oder Characters sind, aber ist natürlich auch kein gutes Passwort, das leicht zu erraten ist. Also es gibt auch mittlerweile Passwortknacker, die eben diese verschiedenen Kategorien eben kombinieren und relativ schnell durchlaufen können. Transformationen sind auch keine gute Idee, denn Leetspeak kann mittlerweile auch jeder Computer sprechen. Früher war das vielleicht nicht so, deswegen kam das ja ursprünglich mal auf. Aber heutzutage sind die Passwortknackprogramme auch in der Lage, Leetspeak zu sprechen. Auch keine gute Idee, aufeinanderfolgende Buchstabenkombinationen auf der Tastatur, also Q, W, E, R, T, Z für unsere Standard-Deutsch-Tastatur-User, I, U, H, B, V, wäre jetzt, wenn man vielleicht ein bisschen auf der rechten Seite der Tastatur seinen Fingern bewegt und X, V, L, C, W vielleicht für die Leute, die ein Neo-Layout haben. Und zu guter Letzt, die letzte Kategorie von leicht zu erratenden Passwörtern sind Jahreszahlen und Kalenderdaten. Ich habe es ja schon bei den Namen angesprochen. Ist vielleicht nicht die beste Idee, den Vornamen der Mutter und noch das Geburtsdatum als Passwort zu benutzen, denn auch das kann ein Computer innerhalb weniger 1000 Versuche erraten. Generell lässt sich sagen, dass man aufpassen sollte, dass das Passwort eben nicht von einem Computer
erratbar ist. Also alles, was ein Mensch vielleicht innerhalb von 2-3 Monaten erraten könnte, das kann ein Computer innerhalb von wenigen Sekunden. Die nächste Kategorie, die ein gutes Passwort eben ausmacht, ist die Merkbarkeit bzw. Übertragbarkeit. Man kann natürlich solche Kombinationen wie Backslashes, Slashes, Leadspeak, Unterstriche und so weiter verwenden und beispielsweise aus seinem relativ unsicheren Passwort Wurstwasser ein sehr interessantes Zahlen- und Sonderzeichenkonstrukt machen. Das wird sich aber niemals jemand merken können, denn an welcher Stelle habe ich jetzt gerade einen Buchstaben durch eine Zahl ersetzt, vielleicht einen Unterstrich gesetzt oder eben auch andere Sonderzeichen eingefügt. Das kann ich mir vielleicht mal 1-2 Wochen merken, aber irgendwann, wenn dann ein Passwort vielleicht länger nicht benutzt wurde, ist es vielleicht auch nicht so die optimale Lösung. Viel einfacher ist es vielleicht, sich total zufällig irgendwelche Begriffe aus dem Wörterbuch rauszusuchen, die aneinander zu hängen. Hier jetzt beispielsweise die Kombination Pferd, Wurstwasser, Kochtopf, Flugzeug. Darunter kann sich ja jeder was vorstellen. So ein kochendes Pferd in einem Flugzeug ist relativ leicht zu merken. Und lässt sich eben auch leicht abtippen, wenn man das beispielsweise in einem Passwortmanager sieht und das irgendwo eintippen muss und nicht Copy and Paste benutzen kann, ist es vielleicht auch relativ easy. Dazu gibt's auch einen relativ bekannten Comic von dem Online-Comic XKCD, in dem eben beschrieben wird, dass wir 20 Jahre lang die Benutzer darauf trainiert haben, relativ kompliziert aussehende Passwörter zu erstellen, die aber von Computern relativ leicht zu erraten sind, von Menschen sich aber nicht leicht zu merken sind. Viel besser ist es eben, die Methode anzuwenden, die ich eben schon angesprochen habe. 4 random Wörter oder 5 oder meinetwegen auch 100 random Wörter aus einem Wörterbuch zu grabben und die aneinander zu hängen. Das ist dann viel leichter zu merken, aber für den Computer viel schwerer zu erraten, da eben auch die Länge des Passworts entsprechend steigt. Zu guter Letzt sollte natürlich jedes Passwort nur einmal benutzt werden. Ich habe es ja schon angesprochen, es gab öfters diverse Leaks von Passwortdatenbanken. Wenn man natürlich für jeden Dienst dasselbe Passwort benutzt und es dann irgendwann im Klartext im Internet steht, hat man verloren. Gut, so viel zu den zur Komplexität von Passwörtern. Jetzt vielleicht noch ein kurzer Anriss von einem Passwortmanager. Ich selbst benutze und empfehle KeePassXC. Das ist freie und Open Source Software, kann also kostenlos heruntergeladen werden. Das gibt's für Windows, Linux und macOS. Ist eben ein Fork aus KeePass 1.0 und letztendlich KeePassX, was über die Jahre sich auch immer weiter verbessert hat. Und eben, wer möchte, kann sich da auch den Source Code angucken und schauen, dass seine Passwörter nicht an irgendwelche Server im Internet übertragen werden, wie es vielleicht diverse kommerzielle Passwortmanager manchmal tun. Das könnt ihr euch auf keepassxc.org herunterladen. Ist, wie gesagt, komplett kostenlos. Wer einen gescheiten Softwaremanager auf seinem Rechner hat, beispielsweise die Linux-User, kann das natürlich auch meistens über den Paketmanager von der Distribution installieren. So sieht das Ganze aus. Man hat eben für jeden Eintrag die Möglichkeit, mehrere Felder zu definieren, Benutzername, Passwort, auch E-Mail-Adressen etc. Und es gibt hier auch so einen kleinen Knopf, den Passwortgenerator. Wenn man sich nicht jedes Mal eigene Passwörter ausdenken möchte und was natürlich auch relativ unsicher ist, denn wenn man sich selbst Passwörter ausdenkt, ist es vielleicht nicht ganz so zufällig, wie das ein Computer eben tun könnte für einen. Deswegen gibt's da auch die Möglichkeit, eben Wordlists zu benutzen und die generierten Passwörter dann in der Datenbank zu speichern. Wie funktioniert das Ganze? Ist relativ einfach. Das ist eben eine Datenbank aller Passwörter, die man so hat. Die ist dann verschlüsselt und geschützt mit einem Masterpasswort, was dann eben die Entschlüsselung der Datenbank vornimmt. Und dann kann man eben per Copy and Paste oder indem man sich den Eintrag anzeigen lässt, einfach die Passwörter dann sich aus der Datenbank holen.
Es gibt auch noch die Möglichkeit, einen Keyfile zu nutzen. Das ist eben einfach nur eine zweite Datei, mit der das Passwort dann die Datenbank entschlüsselt. Oder ein TOTP, das ist ein Timed One-Time Password. Ihr kennt es vielleicht vom Google Authenticator. Wenn man sich per Zwei-Faktor-Authentifizierung irgendwo anmeldet, hat man beispielsweise eine App auf dem Handy, die dann ein einmaliges Passwort generiert. Und dann muss eben jedes Mal, wenn man die Datenbank öffnen will, dieses TOTP eingegeben werden. Ja, zu guter Letzt noch Tipps zum Umgang mit Passwörtern und Passwortdatenbanken. Bei Passwörtern habe ich ja schon beschrieben, dass sie ausreichend lang sein sollten, dass die schwer erratbar sein sollten, sowohl von Menschen als auch Maschinen, dass die Möglichkeit gegeben sein sollte, die eben leicht zu übertragen. Also wir haben ja vorhin dieses extrem komplizierte Passwort gesehen, das wird sich niemals jemand merken oder auch abschreiben können, ohne mehrere Versuche zu benötigen. Und außerdem sollte man Passwörter natürlich nicht mehrfach verwenden, denn die Gefahr eines Leaks ist natürlich immer gegeben. Gut, bei Passwortdatenbanken, die sollte man natürlich sichern, denn wenn die Datenbank weg ist, ist sie weg und man kommt eben nicht mehr an die Passwörter dran. Die kann man beispielsweise auch mit Online-Services wie beispielsweise Dropbox oder Nextcloud synchronisieren, denn das Ding ist ja verschlüsselt und selbst wenn jemand die Datenbank in die Hände bekommt, muss ja immer noch euer Passwort knacken. Und wenn man die Anzahl der Iterationen der Passwortverschlüsselungsfunktion eben ausreichend hoch wählt, dann dauert es auch eine ganze Zeit, eben ein Passwort durchzuprobieren. Kann da bis zu 10 Sekunden dauern, wenn man das möchte. Und da kann auch kein Computer eben über 1000 Passwörter die Sekunde durchprobieren. Wenn man jetzt zusätzlich noch ein Keyfile benutzt, was ich empfehlen würde, denn das ist eben nochmal eine ein zusätzliches Layer an Sicherheit, sollte man das natürlich auch sichern, denn auch wenn das Keyfile weg ist und man das Passwort noch hat und die Datenbank, kommt man dann trotzdem nicht mehr an seine Passwörter dran. Dieses Keyfile sollte man dann nicht mit synchronisieren, kann es aber per Hand manuell eben auf die Geräte kopieren, auf denen man die Passwortdatenbank nutzt. Das hat den Hintergrund, dass wenn es eben nicht mitsynchronisiert wird, dann der Angreifer eine zusätzliche Hürde in den Weg gelegt bekommt. Die Einmalpasswörter sollte man natürlich beispielsweise mit einer App auf dem Handy nutzen oder auch mit einem Hardware-Authenticator, wer sowas hat. Zwei Apps, die das tun können, sind beispielsweise der Google Authenticator oder FreeOTP, jetzt unter Android, beide kostenlos verfügbar. Diese OTP-Seeds, die man dafür benötigt, damit eben ein Passwort generiert werden kann, die sollte man aber natürlich auch irgendwo sichern, denn wenn das Handy kaputt ist und man eben nur das eine Gerät hat, was One-Time-Passwords generieren kann, dann ist man in der Hinsicht natürlich auch gearscht, also kommt nicht mehr an seine Datenbank dran. Das hatte ich ja schon gesagt, das Gerät sollte man nach Möglichkeit nicht verlieren, denn auch wenn man die Seeds hat, muss man natürlich erst wieder ein neues Gerät finden und das einrichten. Und obwohl jetzt KeePass selber auch schon einen TOTP-Generator hat, ist es natürlich ein kleiner Aufwand. Wenn ihr diese Tipps alle beherzigt, könnt ihr eure Passwörter sicher in so einer Datenbank speichern. Falls ihr das noch nicht getan habt, würde ich euch ganz dringend empfehlen, einen Passwortmanager runterzuladen. Denn es ist natürlich sehr böse, Passwörter öfters zu benutzen und ein Passwortmanager macht das Ganze viel einfacher. Sind noch irgendwelche Fragen? Ja, bitte? Entschuldigung. Ja? Mit der Quelle? Ja, ich? Ja. Mit dieser XKCD-Comic? Ja, den Comic habe ich dir ja schon gezeigt. Also, ja, den ganz am Anfang, Moment. Das war eben dieser hier. Ach so. Das ist eben nur, also ich habe nur die Quelle angegeben, wo der Comic her ist. Gut. Ja, Hax, du hattest auch noch eine Frage. Kannst du einen Passwortmanager empfehlen, der für mehrere Benutzer geeignet ist? Da gab es mal so ein Twitter-Projekt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. Das hat eben im Browser funktioniert. Das Problem dahinter ist allerdings, dass
das natürlich auch auf einem Server laufen muss. Und wenn der Server dann geknackt wird und mehrere Leute da ihr Keyfile hinterlegt haben unter Umständen, beziehungsweise wenn von einer Person das Keyfile kompromittiert wird, ist es natürlich dann auch schlecht, wenn alle Passwörter frei verfügbar sind. Allerdings gibt's jetzt auch neues Add-on für Nextcloud mit Passwort-Synchronisation, was man da nutzen könnte. Ich persönlich habe bis jetzt noch nicht so den Anwendungsfall davon gesehen, auch in Firmen nicht. Denn man kann ja auch auf eine KeePass-XC-Datenbank zu mehreren Personen lesend drauf zugreifen. Nur wenn man eben neues Passwort einspeichert, sollte man halt nicht die Änderungen des anderen jeweils überschreiben. Also, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, es gibt solche Systeme. Ich habe bis jetzt aber noch keins gefunden, was ich überhaupt irgendwie empfehlen kann, aus diversen Gründen. Danke. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Abend hier im Raumzeitlabor.